Hallo an alle, willkommen zurück zu Let's Play 4.3. Heute ausnahmsweise mal hier schön einen Ladebildschirm an Moderation anstatt nach den Videos, wie letztens auch. Ich spiele immer noch Ritter und Ritter, du hast das erste Wort von dir ist heute. Also jetzt muss ich mir noch ein erstes Wort überlegen. Ja, ist echt schlimm, ne? Du kennst ja schon mal das. Ich sage einfach guten Morgen, Mr. Johnson. Guten Morgen, wir haben es ja nicht nur gerade 23 Uhr, egal. Starte das Spiel. Ja, hast recht, das ist mir Mittag. Also ja. Mahlzeit. Ja, genau. Almas Wehen, Welt, die Stück in Reis. Das war fast richtig, ne? Müssten die Brüder Beckett erreichen, wenn sie die Geburt noch stoppen wollen. Die müssen den Typen erreichen, um die Geburt zu stocken, aber nicht einmal erreichen, um die Geburt zu stocken. Ja, man muss natürlich den Vater erreichen, damit die Mutter nicht gut gebären kann. Das macht viel Sinn. Schon wieder ein Echs. Oh ja, da werden wir doch viel Spaß haben. Und immer diese super geile Synchronisation. Ja. Und die Haarspangen, die beiden in ihren Haaren, machen es voll auf. Und wie hat es geschafft, noch bei diesen Scheiße so ein gut geschminktes Gesicht zu haben? Keine Falte, kein Nichts. Und hast dich erschrocken? Tatsächlich ja, weil es ist der erste Schocker in diesen Anmoderationssequenzen. Die Typen hätten es gekriegt und man kann es nicht abschießen. Richtig, ich hab's auch nicht probiert. Haben sie auch nicht, die wurden nicht als Feind markiert. Du. Ja, man hat es gerade voll der Schrockmoment in mein. Alter! Du hast mir schon wieder wehgetan! Ich hau den Papierkorb, wie kann ich dir da wehtun? Bist du der Papierkorb? Oh, jetzt sollen wir den auch retten, oder wie? Hier ist eine Waffe. Hier steht Text. She doesn't live here anymore. Mit Rot geschrieben. Ich hab keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber. Egal, wir machen jetzt mal weiter. Oh, darf ich in die Hälfte springen? Da unten ist ein Feuerwehrauto, ich will das Feuerwehrauto. Nein. Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Ich renn ja auch allein durch, nein, kann ich nicht irgendwann mit Schwarz. Hier, schnapp dir die Waffe, die da rumlag. Hab ich schon. Okay, dann hier unten noch mehr. Oh, heute ist ein ganz neues Fest am Flughafen, ja? Zum 25. Ja, diesmal. Party, siehst es nicht? Wie meine Kugeln durch das Plakat durchgehen. Oh yeah. Okay. Die Typen haben zwar mich abgeschossen. Ich bin so böse. Da hinten der. Und den haben die Zombies abgeschossen. Ich finde es auch schön, wie kompakt die Gedärme bleiben als ein einziger Block. Ja, Und hier nochmal derselbe Block. Naja, ist halt Gedärmonitis oder so. Doppeldarm. Doppeldarm, jetzt neu. Ja. Oh Gott, Schockmoment! Okay. Oh Gott. Ich spiel mit Kisten. Die unzerstörbaren Pappkartons. Toll. Die rumbacken den Pack. Weggeschmissen hab. Egal. Siehst du die Kiste vor mir? Ja. Ich sehe die Kiste vor dir. Die hoch und runter geht? Jetzt nicht mehr, verdammt. Schade. Nein. Das habe ich nicht gesehen. Das siehst du in meiner Aufnahme, wenn es dann rauskommt. Okay, hier vorne ist Action. Bist du bereit? Nein. Ja, dann gehen wir jetzt zurück. Okay. Okay, bist du jetzt bereit? Auf zurück zum Anfang, dann bin ich vielleicht bereit. Nee, komm, auf geht's. Mach nur Witze, ich bin nie bereit. Und ich lauf in die falsche Richtung. Ich bin halt wieder sozial. Neue Aufnahme, Session, neu. Wo bist du lang gegangen? Ich hab die Tür aufgeschlossen. Weil. Das da.
Die war eben noch Uni. zu. Ach, du bist da drüben Ja. ra. Hä, die war mich gesperrt da. Okay. Ich habe noch nie eine Und versucht. die konntest du eine Spalte aufmachen, da ist ein Schrank im Weg, sodass es nicht ganz aufgeht und konntest damit das Schloss aufballern. Okay, lustiges Easter Egg. Bis jetzt noch nicht entdeckt. Bei mir ruckelt's leicht, aber egal. Kein Easter Egg, ich mache einfach nur alle Türen auf, die im Weg stehen. Es kann. Oh. Wir sind im Nette Raumbegleitung. Flutlichtbezirk. Das ist mein Ja, Raum. rotes Licht. Es wird schon wieder hier mit aggressiven Verhandlungen. Es gibt nur unaggressive Behandlungen bei mir. Hilf mir mal. Wo bist du denn überhaupt? Unter dem Wachturm. Ah, Und okay, deswegen sehe ich Wachturm. dich nicht. Und tot. Hä? Ah, verdammt, Ich ich war zu war unter langsam. dem Wachturm. Ich hab nach unten, ich hab nach links, rechts geschaut, nicht gesehen, nach unten habe ich geschaut, da habe ich dich auch nicht gesehen. Wenn jetzt nicht gesagt, dass der Wachturm ist, dann. Ich habe jetzt auch überhaupt nicht auf dich geachtet. Ich bin einfach reingerannt und hab dich getötet. Ja. Ganz ehrlich, was hat mich gerade abgeschossen? Ja, ich sehe es schon. Verdammt, du stirbst zu schnell. Diese Deckung ist völlig wertlos. Ich renne einfach nur durch und renne gleich zum Turm, ne? Du kannst damit Slow Motion probieren, das hast du ja, ne? Ja, nehme ich die Waffe. Jetzt Slow Motion bitte. Wir sind keine Einheimischen. Was? Ich fühlte mich schon so heimheimisch. Also ich fühle mich hier komplett wie die Locals. Das ist schon. Guck mal, ich fühle mich so einheimisch, der gehört also dazu gehört mir. Ja, also das ist doch High-Level Integration. Ist dir aufgefallen, dass die Gegner explodieren, wenn du auf den Kopf zielst? Nur die mit dem Tank hinten dran. Ah, okay. So, und ich guck jetzt mal auf den Turm, das ist vielleicht die Idee, was praktisch ist. Ja, schreiben die Gegner weiter auf und so. Pistole. Ja. Pistola-Stil. Da. Ich geh langsam mit der Munition aus. Ich schieß erstmal noch die Waffe hier leer. So, Waffe ist leer. Und ich kann nicht besuchen. Warum rennt hier eigentlich immer vor? Das ist ja schlimm. Weil hier Gegner sind und so. Der ist ja schlimm. Die Durchsage war gut. Arkham ist hier, um in behilflich zu sein. Ja, natürlich. Das ist voll die Sirius-Firma und so. Moni! Hier geht's nicht durch, wa? Nicht wirklich. Hier hast du Munition. Doch, wir müssen da schon durch. Na, falsche Waffe. Die eine davon ist ja gute gewesen eigentlich, aber egal. Ja, die habe ich auch aufgenommen, aber die andere war noch eine Schrotflinte. Ja, ich brauchte Munition, meine Pistole war alle. Tut ihren Zweck. Super. Nur so als Ja. temporären Aufenthalt. Ja, du rennst sowieso direkt auf Front. Ja, weil halt Gegner sind, danach kann man sich immer noch umsehen. So sehe ich es jedenfalls. Das ist kein Adventure, wo du alles austesten musst. Wo ist das Doch. Teil hin? Bei mir ist ja Luftschloss, keine Kiste mehr, die ist Luftschloss. einfach verschwunden, ne? Stimmt, hier war eine Kiste. Ich habe noch eben einen Text eingegeben. Es tut mir ein bisschen leid, wenn es hier ein bisschen ruckelt. Bei mir ruckelt das auch so, das ist. Bei mir ruckelt die Welt.
weil Erdbeben und so. Ja, aber mir ruckelt hier allgemein alles. Und eine Leiche hatte sogar eine Seele. Ganz selten Leichen mit Seele. Ja, genau. Ich geh schon mal hoch, hol dir die Munition. Ja. Warum muss ich eigentlich deine Leiter klettern? Ich behalte die Pistole. Ich habe jetzt keinen Bock, schon wieder Waffe zu wechseln. Mhm. Kommt hier eigentlich ein Einheimischer? Ja, gleich. Also nicht hier im Haus direkt, sondern es gibt gleich wieder eine Massenschlacht. Nenn es mal. So zwei Frontenkrieg und sowas Lustiges. Ich treffe leider nicht. Jetzt. Und mein Coup-Partner sammelt die ganzen Seelen ein, die ich übersehen würde, weil Schicksal. Ja, da könnte ich sie auch wieder klauen. Nein, ich weiß natürlich, wo die ganzen hier sind und so. Dann siehst du, wenn ich die klaue, siehst du sonst nicht. Okay, Bock auf Party? Dann los geht's. Bleiben wir hier oben, oder? Wir können runtergehen und zweitens ist es einfacher. Aber wir kommen gleich Leute an. Und wie bewegt er sich denn fest? Bereit? Ich dachte, wir lassen ja erstmal die gegeneinander kämpfen. Ich will aber auch ein bisschen Action haben. Ja, langweilig. So, jetzt war ich da drin. Es leckt schon ziemlich hart, deswegen treffe ich nicht so gut, es tut mir leid. Na komm! Ich hab noch einen Schuss in diese Waffe. Jetzt kann ich. Nimm halt die gute. Und hier unten habe ich eine Alma-Puppe gefunden. Cool. Soll ich nur so erwähnt haben. Ja, hier. Stimmt. Hier liegen Pistolen. Muni, Muni, Muni. Nimm die Alma-Puppe auf. Damit Mutti glücklich ist. Ah, Püppchen. Die hat extra Püppchen für uns gebastelt, dann müssen wir sie auch mitnehmen. Genau. Wo müssen wir eigentlich lang? Hier lang. Oder dieses lang? Hey, der Spiel ist schon so super linear. Ja, das stimmt. Und. Ritter der große Entdecker, sucht alles auf der Karte. Wir müssen hier lang. Rückendeckung und so. Ja, Rückendeckung, weil hinter uns auf einmal Gegner kommen. Natürlich. Ich gebe diesen Magic Code ein und die Tür geht auf. Eigentlich. Den Code. Woher kennen wir eigentlich den Code? Weil wir toll sind. Na, wenn ich einen Körper einnehme, sammle ich die Informationen ein oder so. Ist klar. Oben sind Leitern, kommt man da? Hörst du eigentlich, was die Leute da sagen? Die wollen ihre Leute zurücklassen, nicht wichtiger uns zu töten. Ja. Den will ich haben. Verdammt. Komm. Ich habe den Nahkampfangriff ausgeführt. Wow, fuck. Jetzt macht Sinn, dass ich es mache. Ja. Aber im Singleplayer gibt ja Appointment die Codes ein. Was ganz viel sinnloser macht. Nicht unbedingt. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Komm zurück. Den das! Take that. Kannst du den Sniper eigentlich übernehmen?
Ja, kann ich, aber gerade nicht. Hab nicht genug Energie für. Ich muss töten! Dann nehme ich den. Ich versuche die ganze Zeit mit. Jetzt habe ich genug Energie. Ah, du hast jetzt das Sniper. Ja, ich habe sie eingesammelt. Jetzt nichts Sinnvolles hier. Ah, ich kann auch Code eingeben. Ja, ich weiß. Da stehen nicht mal Zahlen. Ich weiß. Jetzt wird's lustig. Bereits für die Welle willst du das Scharfschützengewehr haben? Och nö. Zu spät. Liegt hier. Ach, du willst den haben oder willst du ihn töten? Ich hab grad keine lange Energie, um zu nehmen. Aber gleich wieder. Da ist eine auf dem Haus. So, um gerade zu kriegen. Ich will eigentlich nur, wenn du, lass mal die Soldaten am Leben. Wenn noch einer da ist. Weil die besser im Nahkampf sind als die Einheimischen. Aber ich glaube, die sind alle tot, ne? Glaube ich auch. Ja, da kommen gleich noch welche. Ich wollte gerade sagen, es war auch noch nicht alles. Direkt vor dir. Oh, ist alter Atem. Was würde ich? Ach, kein Handhabt. Slow Motion! Da ist noch einer. Hinter dir. Nimm die Schrot! Ja, die war leer! Verdammt, ich habe wieder keine Energie. Ist echt schlimm hier. Na dann kommt er. Komm zu mir, kommt mich besuchen. Graf. Jetzt sterben. Stirb, stirb, stirb. Bitte einfach mal sterben. Party People gehen bitte weiter. Der Spruch ist auch schön. Ah, ich suche mir noch kurz eine neue Waffe. Okay. Ja, hier liegt auch noch mal eine Box. Hier liegt ein Sniper drinne. Ich mag auch die Sniper sehr, aber. So, für noch was. Und wie viel habe ich für die? Die kriege ich halb voll. War immer diese Überlegung. Ja, hier oben liegt auch noch eine andere Sniper. Also nochmal die Sniper rum auf dem Treppenhaus. Da. Okay, wenn ich mich hier umgucke, bleibe ich, glaube ich, sogar doch bei der Pistole, anstatt Sniper zu nehmen. Okay. Liegt viel mehr Munition für rum. Okay. Ich nenne es das Waffenproblem. Ja. Eine der Kernproblematiken modernen Gamings. Jupp. Hab ich nicht. Ganz einfach. Ah, heute sinkt schon das Niveau.
Aber auf jeden Fall. Da war die Tür. Ich habe heute meinen sozialen Tag. Ist das der Leuchtemann, den wir da gerade gehört haben? Ja, einer von vielen. Das sieht sehr gesund aus. Oh, guck dir meinen Himmel an. Ja, wenn ich jeden Morgen aufstehe, zur Hochschule laufe, sehe ich es auch. Das ist so ein gebundeltes Zentrum über uns, ne? Ey, wie früh stehst du auf, dass du das noch siehst? Ist ja abartig. Zu normalen Uhrzeiten. Aha. Hey, 7.30 Uhr Vorlesung, ja? Boah, da gehe ich ins Bett.